Neuer Hinweis entdeckt. Das haben wir ja, glaube ich. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich falsch ge... dass ich die falsche erwischt habe zuerst. Aber gut. Sei's drum. Ich glaube, ich habe jetzt Kriteria eigentlich soweit abgeschlossen. Hier ist noch was. Und ich habe noch die Quest mit dem... wo ist es denn? Krachmann regieren die Welt, genau. Der Schatz liegt auf dir, Kofdit östlich von Ifera. Da muss ich wahrscheinlich sowieso hin. Ich muss wahrscheinlich wirklich mal mein Geld, wie viel habe ich eigentlich, investieren. Boah, ja, das könnte ich eigentlich machen, um mal Ausrüstung zu verbessern. Hat es auch Sinn gemacht, dass man die Hohepriesterin beim letzten die ganze Zeit eigentlich nie gesehen hat. Wenn das Zwillinge waren. Das ist so blöd. Ich dachte, wie gesagt, ich war mir so sicher. Da bin ich ja schon. Aber da hinten ist doch ein Boot. Nehmen wir doch das Boot. Vorsicht mit den Lippen. Gefunden. Da hinten sieht's ja interessant aus. Banditen. Banditos. Ich würde mal sagen, wir greifen einfach mal an. Natürlich gerade den mit dem Giftdolch, den... Den habe ich jetzt nicht.
war irgendwie... ging schnell. Da sind Sachen versteckt. Nur alte Tafeln, sehr schön. Das hätten wir dann erledigt. Und gehen weiter. Erkundungsgebiet. Werde ich den Hals umdrehen. Na, irgendwas ist ja da. Obsidianglas. Na ja, klar, dass das... irgendwie eine Falle war. So, und du. Legt euch nicht mit mir an! Den meisten, die das gemacht haben, ist das nicht gut bekommen. Schatztafel vor der Ostküste von Kytera auf der Insel Diakovti wartet deine Belohnung. Frage den Händler nach der leeren Truhe. Und nach dem Hinterhalt vielleicht. Das würde mich eigentlich auch interessieren. Er hat noch eine Aufgabe für uns. Kann ich dir weiterhelfen? Auf meinen Feldern wächst eine wilde Alraune. Manchmal wird sie von einer Hexe geerntet. Ich nutze die Alraune nicht. Deswegen ist es mir im Grunde egal. Nun, das mit der Ernte ist mir zumindest egal. Was ist dir denn nicht egal? Die Hexe tanzt, wenn sie die Alraune erntet. Dieser Tanz ist, nun, etwas provokativ, wenn man so will. Wenn sie da ist, denken die Arbeiter gar nicht daran zu arbeiten. Und mein Ehemann auch nicht. Ich verstehe. Aber ich bringe sie nicht um, nur weil sie tanzt. Natürlich nicht. Ich will, dass die Alraune verschwindet, bevor mein Mann auf die Idee kommt, sie ihr zu liefern. Du willst, dass ich sie ihr bringe? Ja, so ist es. Machen wir. Gut, ich bin dabei. Du leistest gute Arbeit. Ich muss dann mal los. Okay. Und dann mit den Hexen tanzt. Ich werde meine Ausrüstung, glaube ich, erst wirklich verbessern auf
Wenn ich das Maximallevel habe. Das habe ich ja bald. Ab 50 ist ja das Höchste. So, mein Freund. Was sollte das? Die Truhe war leer. Unvorstellbar. Vielleicht weißt du nicht, wie man eine Tafel liest? Ich garantiere, dass etwas darin ist. Wieso bist du dir so sicher? Nun, weil ich sie dorthin gebracht habe. Ich meine... Ach, scheiße. Nein! 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 Ach, komm. Dann bringen wir dir mal die Alleraune. Ich denke mal, dann können wir auch die uns mal auf den Weg machen. Zur nächsten Insel. Lieferung für dich. Von einer Bäuerin. Ah, ja. Ich habe schon sehnlichst darauf gewartet. Hier, bitte, deine Bezahlung. Das war einfach. Gut. Ich glaube, auf Kifera war es danach, dass... Stimmt, das muss ich auch nochmal noch machen, aber da komme ich irgendwann nochmal hin. So, die Samus-Statue oder die Thasos-Statue? Ich würde mal sagen, die Poseidon-Statue machen wir als nächstes. Die ist auf Samos. Wo ist Samos? Ach, ist da hinten. Habe ich hier unten eigentlich noch irgendwas offen? Nee. Dann könnte ich eigentlich nach Naxos zum Hafen und von dort aus Schnellreise machen. Von dort aus mit dem Schiff. Genau. Von dort aus fahren wir mit dem Schiff. Aber zuerst werde ich das Schiff mal, glaube ich, nochmal aufrüsten. So. Schiff. Wir haben ja genug Geld jetzt. Ich
diesem Fall werde ich den Rumpf noch weiter stärken. Und Pfeile? Das kann ich doch nicht mehr verbessern. Gut, ich dachte, denke, das war's. Mit dem Adler als Galionsfigur. Haben wir irgendwas Adlermäßiges? Ups. Mal noch eine neue Besatzung nochmal. Banditinnen. Athleten. Vielleicht einfach mal Attentäter. Ja, den nämlich noch gar nicht. So, dann rufen wir mal unser Schiff. So, ganz kurz, bevor wir losfahren, markiere ich Samos. Ich habe jetzt keine Lust auf den Kampf. Vielleicht den einen könnten wir vielleicht kriegen. Na, da kommt noch das andere hinterher. Nee. Ich wollte gerade sagen, nichts riskieren, aber das sind ja noch mehr. Ja, überall geraten, was ist denn hier los? Kriege ich vielleicht. Sie schießen, wenn wir noch näher kommen. Ja, sollen sie. Bereit machen! Los! Davon erholen Sie sich nicht so leicht!
voll gut. Eindrehen. Ruder auf ihn. Ah. Die Ruder bereit. Und rammen. Bam. Mann, die Bären. Bären werfen. Ist das ein Kultist? Müssen wir heran. Bögen bereit! Jetzt! Angriff! Okay, wir können hinter. Nun, Kapitän! Wir sollten Poseidon danken! Herhören! Der Kapitän hat etwas Neues! Nee, nee, wir fahren näher ran, kommt! Vorwärts! Freunde, jetzt können wir entern! Bereit halten! Wir entern das Schiff! Au! Fische, hi, okay. Muss gleich mal gucken. Schauen wir doch mal. Kultisten. Der miletische Hai, Götter der Ägäis. Der Kult verlangte vieles, doch vor allem verlangte er Geheimhaltung. Der miletische Hai tat alles, um seine Taten zu verbergen. Zu seinem Glück ließen sich viele Dinge, Waffe, Schriftstücke und sogar Leichen von Feinden aus der Geschichte auslöschen, indem man sie zum Grund des Meeres schickt. Okay. Vier von fünf. Der Weise wird das vielköpfig beschrieben. Der Weise ist in der Nähe von Messenien. Der Weise ist ein Schiffsführer. Was habe ich denn da bekommen? Den habe ich bei den Marschen. Spartanische Brustplatte. Die Lackschuhwerke. Oberer Beinschienen ist aber nichts besser als das, was ich jetzt habe. Dann bleiben wir bei den. Bei unserer Perserrüstung. Das war jetzt ja gerade ein guter Zufall. Hier ist anscheinend kein Strand, also kein Hafen. Aber hier scheint was zu sein, ja. Kapitän! Leinen bereithalten!
Guten Tag, wo war Vera? Der Ort entdeckt. Heilige Statue der Heere. Es ist so still hier. Ganz anders als im Rest der griechischen Welt. Ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Oh nee. So, guck mal, wo haben wir denn? Persische Bucht. Da oben ist auf jeden Fall der Aussichtspunkt. Okay, es ist nicht gestohlen. Da hat wohl der Hera. Entschuldigung, Hera. Die Statue nimmt eine Hälfte der Insel ein. Okay. Die Statue von Poseidon steht im südlich Sporaden. Sie ist auf einer kleinen Insel nördlich von Samos. Die Statue nimmt eine Hälfte der Insel ein. Okay, ich bin falsch. Bis zum Schiff. Wo ist mein Schiff? Freunde, wir fahren. Macht euch Segel! Einer kleinen Insel nördlich von Samos. Könnte zum Beispiel hier sein. So, dass du wieder da bist, Kapitän. Nein, ich bin davon aus dem Hafen raus. Kapitän, der Hafen liegt hinter uns. Gut. Das treibt gut. Wir können etwas fern. Na, ich glaube da hinten, das sieht richtig aus. Spontan. So. Segel hoch! Los! Zurückkehr des Kapitäns, tut, was ihr wollt!
Unglaublich. Phidias hatte recht. Der Künstler hat Poseidon in all seiner Macht eingefangen. Mhm. Naja, ab. Ich hoffe, Xenias Kartograf hatte recht. Oh, angeblicher Fundort. Können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, angeblicher Fundort von was ist da? Wo war noch mal die Karte? Ja. Karte zur heiligen Stätte. Karte zur heiligen Stätte. Ja, möglich, dass das hier ist. Zum Beispiel hier unten. Tempel des Poseidon. Nein! Ich kann nicht nur so schlecht schießen. Bam. So. Ja, das Alpha-Tier ist erlegt. Wir haben nichts mitbekommen. Wechsel mal auf normale Pfeile. Ich schieße heute aber auch verdammt schlecht. Ich habe mein ganzes Zielwasser beim Zyklopen schon verbraucht oder was? Warte mal. Sollte der jetzt nicht betäubt sein? Naja,
Na komm, ich mach das. So. Ich muss das mal ausprobieren und mir ein Tier zählen. Was haben wir denn hier? Poseidon wacht über sein Meer. Während er abgelenkt ist, sollte ich mir seinen Tempel ansehen. Oh. Was war das gerade? Sieht aber nice aus. Erlaubt das Atmen unter Wasser. Dieser mächtige Dreizack ist unter Seeleuten begehrt, weil man damit angeblich über das Meer gebieten kann.